Schon als Kind machte John Rapaza Otieno Bekanntschaft mit der jahrhundertealten Musik seiner Vorfahren. Es war seine Großmutter, die ihn an die Traditionen heranführte. Heute ist Rapaza professioneller Musiker und Tänzer und er hat eine Mission. Es ist wichtig, dass die Jungen diese Instrumente kennenlernen, ihr Land kennenlernen, ihr Volk, ihre Musik, ihre Umwelt. Deswegen haben wir beschlossen, unser Wissen über diese Instrumente zu teilen. Rapaza beherrscht 10 traditionelle kenianische Instrumente. Und dieses Wissen geben er und seine Kollegen weiter. Sie geben Kurse für Kinder, unentgeltlich. Sie wollen junge Menschen für die Traditionen begeistern. Ich glaube, dass alles, was wir tun, Einfluss hat. Kinder machen nur das, was sie jeden Tag sehen. Es ist wichtig, dass sie diese Instrumente beherrschen, damit die Tradition weiterlebt. Auch mich haben Menschen inspiriert, die diese Instrumente gespielt haben. John Rapaza Otieno spielt nicht nur seine Instrumente, er baut sie sogar selbst. Aus Naturfasern wie Sisal, Tierhäuten, Holz und aus Abfall. Und auch dieses Wissen gibt er weiter. All das, damit Kenias traditionelle Musik nicht eines Tages verschwindet.